Kohle? Eine Frucht. Links oder rechts? Das ist hier die Frage. Was geht, Leute? Animal Fox ist wieder am Start. Es ist Couch Friday. Und wie ihr seht, auch ich spiele jetzt Hades. Ein Roguelike-Spiel. Ich denke mal ein recht schweres. Wir werden sehen, da ich mich hier in diesem Gebiet erst neu begeben habe. Ja, wir schauen einfach mal rein. Die Musik ist auf jeden Fall richtig gut. Oh, die, ja gut, es ist auf 4K. Sprache lassen wir, Steuerung lassen wir auch. Untertitel lassen wir. In die Nase. Ich hoffe, euch geht's gut. Ist für mich irgendwie alles unbequem. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wie immer. Ihr wisst ja, ich möchte nicht viel labern in dem Menü, ich möchte durchstarten. So. Few tales are told of Hades, whose very name inspires fear and penitence, reminding us of the inevitable fate which we all share. I, however, mean to tell you such a tale. Listen carefully. Es sieht schon mal richtig gut aus. Doch, gefällt mir. Steuerung. Aha. This place. Okay. Vier Tasten, klar. Einen Dash. Schwerthieb, dann können wir etwas schießen, was wir aber dann wahrscheinlich, was wir dann einsammeln müssen. Und einmal, wie nennt man das? From down, from up. Upper kill, upper strike. Irgendwie sowas. Okay. Kann man hier irgendwie... Nein. Bin mal gespannt. Ich habe noch nicht viel reingeschaut in das Spiel. Deswegen habe ich keine Ahnung, was auf mich zukommt. Roguelike hat ja die Spezialität oder das... Wie sagt man? Bekannt für ein Roguelike. Ist ja, dass die Level immer zufallsgeneriert werden. Ich versuche ein bisschen zu kommentieren, aber natürlich muss ich mich hier auch auf das Spiel konzentrieren. Ich denke, ich stelle mich mal gar nicht mal so schlecht an. Vor allem mit dem Dashen, das funktioniert halt echt gut. There she is. Was ist das? Das ist sie. Akzeptieren. Then here goes nothing. In the name of Hades, Olympus, I Hades, nicht Hades. Hail, noble cousin. Now, Athene, Göttin der Weisheit. I'll see that all of us upon Olympus do our part, beginning here with me. So, und dann können wir uns Attacken aussuchen.
okay. Göttliche Attacke. Dein Angriff ist kraftvoller und kann ablenken. 40% mehr Schaden. Phalanxschuss. Dein Wurf verletzt Gegner auf kleinen Raum und kann ablenken. Wurfschaden wird erhöht. Und mein Sprint. Dein Spurt fügt Schaden zu und kann ablenken. Spurtschaden. Wir gehen auf mehr Schaden. I know you can't hear me all the way where you are, Goddess. But thank you. Das ist schon mal schön, dass er brennt. Ich stehe auf Feuer. Was die ganzen Orbs zu bedeuten haben, das kommt wahrscheinlich noch. Ja, die Kombos muss ich mir halt noch irgendwie aneignen. Okay, das gibt Underworld-Punkte. Ich glaube, Fässer, Vasen muss ich, glaube ich, nicht zerstören. Ich glaube, das bringt keinen Vorteil. Ich glaube, der Anfangsweg, also ich habe ein bisschen bei Rocket Beans zugeschaut, als er Simon das gespielt hat. Und das kommt mir jetzt alles sehr bekannt vor. Ich schätze mal, die prozedural generierten Level kommen erst später. Der Anfang ist, glaube ich, noch überall gleich. Oh, Leute. Look what I found. I'm rich. Gold. I'm rich. Bitch. Can't heal myself, but I can fight. So, und hier müssen wir jetzt aussuchen. Schlüssel oder, ich nenne es jetzt mal Dunkelheit. Nehmen wir einen Schlüssel. Und das wird wahrscheinlich im Laufe des Spiels dann so sein, dass wir uns dann quasi die Wege aussuchen müssen. Aber nur für uns für einen Weg entscheiden können. Boah. Das war richtig schlecht. Gib mir dein Geld. Oh fuck. A Catholic key. Noch ein Schlüssel. Wonder where I can use this. Aber den Look, den feiere ich jetzt schon. Der ist richtig gut. Ich bin mir nicht sicher, ist es. Ich glaube, das ist Auto-Aim. Ja. Ah, ist jetzt nicht so schlimm, dass es Auto-Aim tut. Oh, fuck. Da habe ich nicht aufgepasst. Ja, immerhin sehen wir schon mal, wie das aussieht, wenn wir sterben. Nicht gut. Sache rot. Ich stehe auf rot. Damn it. I'm home. Well, ah, ich schätze mal, man muss irgendwann mal sterben. Okay. Ja, bitte. The House of Hades, where I know you. Guess that means you died out there, huh? Well, don't be sad though. Gott, wird langsam ein bisschen frisch hier. Bin gleich wieder da. Sorry, Leute. So, es wird frisch, denn wir haben mittlerweile Herbst. Der Sommer ist schon seit Tagen vorbei und kann jetzt mit Wintermantel rumlaufen. Ich hasse Winter. Aber das habe ich schon mal gesagt. Wie gesagt, heute ist irgendwie alles unbequem.
Some of us more than others. Okay, weiter. Das müsste wohl der Papi sein. Stupid boy. I told you when he gets out of here, whether alive or dead. So how was your wanton ransacking of my domain? Gut. Danke der Nachfrage. Greetings, Father. My ransacking was a delight, thank you for asking. So I'll just be on my way again. Be on your way indeed. What do I care? You shall never reach the surface. Das werden wir noch sehen. See for yourself. Ich gehe ganz nach oben. Streicheln. He's a good boy. A good boy. Ja, großer Hund. Infernal Watchdog Cerberus regards the Underworld Prince with mixed emotions, from purest joy to deepest melancholy. You watch over things for me, won't you, boy? You know I'd take you if I could. Ich sehe es kommen. Wir werden mit dem Hund reiten. Irgendwie so. You've returned. Gucken uns alles ganz genau an, so wie ihr mich kennt. Aber ich glaube, am Anfang wird es nicht viel zu viel geben. Do not despair, child. Such setbacks are inevitable and may be overcome with effort and with time. You made contact with the goddess Athena. She shall be true to her word. Die Synchro ist halt auch richtig gut geworden. I'm grateful that you put us into contact. I know you took a considerable risk in reaching out. The risk is not to me. I expected the Olympians would involve themselves in this eventually. Reveal to them no more than they already know. Are we understood? Ja. Yes, we are. Then go. Dann sprechen wir noch mit dem Heini. Good to see you, lad. Achilles. Remember your training out there. The pain of death is but another obstacle. And fear is for the weak. Take care, Achilles. The House of Hades, that dark and lavishly appointed lair of the Underworld's king, is home not just to him, but to his willful progeny. You know I can hear you, old man. Gesperrt. Okay. Ja gut, wir müssen wahrscheinlich durch die Tür hier durch. Dann machen wir das jetzt. Hey Room, I'm back. Ausruhen? Nee, nix ausruhen. The chambers of Prince Zagreus lie in a perpetual state of utter disarray. Despite his lord and master of the house repeatedly insisting that he pick everything up. Oh, come on, it's not that bad, is it? Nö. Sieht aus wie mein damaliges Zimmer. Was nicht heißt, dass meine Wohnung jetzt sauberer ist. Ja, ist es schon. Night and darkness guide me. Spiegel der Nacht in der endlosen Dunkelheit. Alles. Schattengestalt. Du fügst bei Angriffen und Spezialität Bonusschaden zu, wenn du Gegner hinterrücks triffst. Aha. Stonische Vitalität. Du erlangst einen kleinen Teil deiner Energie zurück, wenn du eine Kammer verlässt. Oh, das ist gut. Das finde ich gut, ja. Du hältst 50% Energie zurück, anstatt zu sterben, wenn deine Lebenskraft erschöpft ist. Ah, okay, also ein Leben quasi. Du führst einen zusätzlichen Spurt aus. Das ist anscheinend eine Fähigkeit. Was ist das? Oh.
Na, das geht nicht. Ja, okay, aber das mit der Energie ist schon mal sehr gut. Das machen wir gleich mal. Also Dunkelheit brauchen wir auch. Gut. Bis jetzt gar nicht mal so schlecht. Eine Waffe freischalten. Aha. Damit kriegt man diese Waffen. Okay. Das Schwert habe ich schon mal. Was ist das? Aha, aha, aha. Den habe ich gesehen bei Simon. Pfeil und Bogen. Ist recht langsam, deswegen würde ich ihn jetzt mal nicht nehmen. Können wir mal im späteren Spielverlauf vielleicht mal freischalten. Ich lasse es jetzt mal kurz weg. No keepsakes yet. Gib jemanden Getränke, um diese Andecken zu erhalten. Schreiben wir selbst, bleibt jemand. Okay. Also so eine kleine Schatzkammer haben wir hier. Und das ist wahrscheinlich. First get past the wretched shades of Tartarus. Easier said than done. Ist das Reich der Seelen? The river of flame ought to be just beyond. Find a way up to Elysium from there, and after that. Alright. Let's give it another shot. Okay. Jetzt aber los. Ready as I'll ever be. Thunder. Is that? Is this really him? Okay. In the name of Hades, Olympus, I accept this message. Who's that? Greetings there, young man. Ah, war klar. Look, your father's always been rather difficult, and he's not so much as called in quite some time. You'll have a better home where you belong, here on Olympus. And to help you on your journey, have my blessing. Okay. Ooh. Okay. Blitzeinschlag. Dein Angriff strahlt Kettenblitze aus, wenn du einen Gegner verletzt. Blitzschaden also. Deine Spezialität bewirkt, dass Gegner in der Nähe vom Blitz getroffen werden. Ah, der Aircut. Ich nenne jetzt mal Aircut. Dein Ruf ist ein. Wir machen den Aircut. Lord Uncle Zeus lending his support. Yes. I thought I'd see the day or night, whenever. Composed of such innumerable, ever-shifting, interlocking chambers, the underworld of Lord Hades all but guarantees the dead shall there remain until the end of time. Okay. Good thing I'm not dead. Ich bereue es jetzt schon, dass ich einen Energy Drink trinke. Aber ich habe noch genug Zeit. Gell, Odin. Stand aside. Ah. Konzentration. Ich denke mal, der Kombo ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Och, ich kann den lenken? Nee, ah, der. Das ist einfach nur Homing. Right. Wenn wir mal kurz die Kombos nochmal anschauen. Also wenn ich 1, 2, 3. Aber ich mache lieber 1, 2, zack. Ja. Okay. So, und jetzt müssen wir uns aussuchen, welchen Weg wir gehen. Der gibt uns, glaube ich, Energie. Und der gibt uns dieses Symbol, also dieses Geschenk, glaube ich, war das doch. Na, wir gehen jetzt einfach mal diesen Weg. Mal gucken.
Ui, das war knapp. Right there. Das ist... Vast riches. Ja, Gold. Das ist nur Gold, okay. Dann nehmen wir... Schlüssel. Hm. Nö, neue Waffen brauche ich jetzt erstmal nicht. Ich bin mit diesem Schwert äußerst zufrieden. Deswegen nehmen wir Dunkelheit. Na komm. Komm her. Wow. Das ist ja knapp. Wo ist mein Kristall? Da ist mein Kristall. Also es wird immer angezeigt, was man am Ende der Runde dann bekommt. Macht Sinn. Da gibt es leider nur einen Weg. Und dann nehmen wir den hier. Okay, kleiner Odin. Beruhig dich. Oh, haben aber viele. Okay. Also, der Wurfkristall ist schon nice. Well, several really. Anyway, in the name of Hades, Olympus, I accept this message. I heard about you. Look, Artemis. I'm not like all the others on Olympus. The power of the hunt helps keep me company, so maybe it'll help you too. Ja. Gabe der Artemis, die Scheujägerin des Olympus, eine unübertroffliche Bogenschützin. Dein Angriff ist kraftvoller und hat eine 15%ige Chance, kritischen Schaden zuzufügen. Crit-Schaden ist immer gut. Crit-Schaden ist immer gut. Weil es hauptsächlich... Ja. Crit-Schaden. Crit-Schaden. The power of the hunt sounds like good company to keep. Das ist auch hier geil, dass die Angriffe dann auch je nachdem diese Farbe übernehmen. Sehr, sehr nice. Okay, Dunkelheit. Ja, mit dem Dunkelheit. Witches. Wir sind stärker. Ah, schlecht. Was? Mich hat's erwischt? Nein, Odin. Und ich habe mich so sicher gefühlt. That could have gone better. Ja, da hast du vollkommen recht. Looks like one of the wretched witches shot you dead last time. Sorry to hear that, huh? Have you tried shooting them first? Bla 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 bla. Someone's at the desk next to the throne. Muss ich jetzt ständig mit denen reden? You have outgrown this house. Of that I am now certain. Should you return again here, I shall keep you safe. I won't forget you, Nix, I swear it.
Nix. Keep at it, man. I've known great men throughout my life, and I can always tell when someone's better than their circumstances. Fight like I'd fight out there. I'll give them hell as you once did, Achilles. Though doubtless many of the shades who stand against me first arrived in Tartarus because of you. Also ich hoffe, dass noch mehr Schwerter dazukommen. Oh, was ist das? Renovieren. Some sort of special offer for me, my good shade. Neue Öffnungsangebot der Raumgestalter bietet diese Renovierung kostenlos an. Okay. Eine zusätzliche Kammer. Ein normalerweise nicht zugänglicher Ort in diesem ständig wandelnden Unterwelt. Deine Lebenskraft, wenn sie aufgebaut ist, kehrst du sofort ins Haus der... Also machen wir doch. A fountain chamber in the depths of Tartarus sounds like an excellent idea. What's that there? Something from the Fates? Okay. Dann brauchen wir solche Kristalle. Ist die Frage, wo kriegt man solche Kristalle? Ja, Paps. Sniveling shade your immediate left there, Father. Already found someone new to do the busy work, and here I thought I was utterly indispensable. That shade boy is my newly designated contractor, one whose responsibility is to work on this house. Though who shall pay for everything my subjects here demand, I do not know. You're trying to guilt me into funding the exorbitant furnishings you desire. Perhaps once we are finished with repairs for all the carnage you have sown throughout my realm, then we might finally have time for all the needed renovations that have piled up. Nice. Die Stimme ist auch recht sehr, wie heißt es? Gibt's eine Bezeichnung dafür, wenn die so zu brummtief ist, so eine Stärke hat? Keine Ahnung. Vielleicht labere ich auch nur Müll. Wir machen das wieder. Das finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Mehr Energie pro Kammer. I should go. Ja, müssen wir warten, bis neue Waffen kommen. Da sammeln wir jetzt erstmal. Das ist, glaube ich, nur so ein Zepter. Ich weiß es nicht. Das sieht aus wie ein Schild. Und hier waren ja... Ja, genau, das sind die Teile. Aber da braucht man... Geld. Okay. Ja gut, weiter. Nicht so viel Zeit verschwenden, sondern nochmal immer weiter. That looks like a Daedalus hammer. Enchantments for my weapon. Hammer des Daedalus, der größte Baumeister seiner Zeit, hinterließ auch in der Unterwelt seine Spuren. Weltenspalter, dein Angriff wird zu einem großen Hieb. Der 90 Basisschaden macht. Das ist eine Charge-Attacke. Dein Spurtangriff trifft zweimal und fügt 20% Drücke Alter Spurt und dann sofort um und greifen. Dein Angriff fügt eine Rüstung drin. Elite-Gegner können erst betäubt oder weggestoßen werden, wenn du ihre Rüstung durchbrichst. Rüstungsspalte. Ja, dann macht das ja mehr Sinn. Wenn ich jetzt Gegner habe, die Rüstung. Daedalus, wherever you may be right now, thank you. Na, auflegen geht jetzt nicht. Aber das wird, denke ich mal, schon passen. Hoppla. Oh, das ist Poseidons Dreizack. Next up.
crashing waves. A trident. It's Uncle Number Two. It's got to be. Then, in the name of Hades, Olympus, I accept this message. Poseidon. Hoi there, little Hades. Yeah. You recognize your uncle, do you not? We've a lot of catching up to do, but first things first. You get yourself out of that dour underworld. As for me, I'll see if I can stir things up a bit to cover your advance. Was gibt's denn Schönes? Gaben des Poseidons. Die Meere und die Erdoberflächen beugen sich seiner Launen. Sturmangriff, Sturmattacke. Deine Angriffe fügen mehr Schaden, sonst stößt ein Gegner weg. Mhm. Stürmischer Tusch. Deine Spezialität fügt mehr Schaden zu und stößt Gegner weg. Flutschuss. Dein Wurf verletzt Gegner in deinem... Nein, warum stößt weg? Was? Warum? Ach. Ach, die Attacken sind dann scheinbar auch zufallsgeneriert. Die man da bekommt scheinbar, oder? Macht das Sinn? Wenn das selten ist. The power of the sea should be of help. Ach, die Attacken werden dann auch zurückgesetzt jedes Mal, wenn ich neu starte. Mhm, okay. Weil ich diesen Crit-Schaden nicht mehr habe. Ah, und hier wird es dann angezeigt. Halten bringt nix, okay. Wow, nice. Das gefällt mir. Okay, so langsam verstehe ich das Prinzip. Ich dachte, es ist das Deck dann. Wretches. Okay, das heißt, wir müssen jedes Mal uns eine Taktik ausdenken, ob wir mehr auf Fähigkeiten oder Schaden gehen. Natürlich macht es Sinn, auf Schaden zu gehen, weil die Gegner dann irgendwann mal ja auch stärker werden. Zumindest jetzt sind die ja schon stark. This can unlock something back home. So, Dunkelheit oder Saft? Ich möchte mal das mit dem Saft sehen. Gucken, was das bringt für uns. Es ist richtig gut, dass auch die Umgebung dann genutzt wird. Also quasi diese Fallen. Oh. Saft. Einmal Saft. Time left. Brimstones. Also die Poseidon-Attacke finde ich gar nicht mehr so schlecht. Die gefällt mir. Oh, 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 der macht einen fucking Laserstrahl. That sound. Duck. That was revelry? People having a good time? Well, sure then. In the name of Hades, Olympus, I accept this message. Zagman, how's it going? Dionysus. Dionysus. We've been saving you a spot. Let me see what Zag. I can do. Make life a little okay. Sweeter for you in the meantime. Zag ist also sein Spitzname. Gaben des Dionysus. Der Menschheit fällt es so oft schwer, Vernunft und Zurückhaltung fahren zu lassen. Fäulnisattacke. Dein Angriff bringt Gift mit. Ja, yeah. Gift ist gut. Oder weniger nimmst du weniger Schaden. Nee, nee, Gift. Leave it to the god of wine to liven things up around here. Yeah. Oh ja. Which way? Jewelries. Oh, oh, oh.
ich muss auf die Attacken achten, die sie machen. Und an meine Kombos muss ich denken. Ah, das sieht man doch, wenn sie aufladen. Gemstones. Edelsteine, sag ich doch. Jewelries. Ah, what I wouldn't give for, say, a healing flask of some sort. Gibt's sowas? Ja, scheinbar nicht. Nö, dann nehmen wir das hier. Das müsste Energie sein. Jetzt müssen wir aufpassen. Pests. Oh, fuck. Oh, fuck you. Ja, mehr Energie gibt es, das ist schon mal gut. Einkaufen. Let's see what's in here. Ah, dafür ist das Geld gut. Lebenssaft. Die nächste Gabe, die du findest, hat eine höhere Seltenheit. Aha, da sehen wir es. Prometheusstein. Oh, zwei Stück. Geil. Gleichenergie. Ja, Energie ist wichtig. Oh, geil, wir können beides machen. Sehr cool. Ja, zwei Stück. Made it this far. Wretches. Bin mir nicht sicher, was dieses Symbol bedeutet. Mal kurz gucken, gleich, wenn wir in die nächste Runde kommen. Ob wir dann einen Kristall weniger haben. Ja, diesen zusätzlichen Kristall, den wir bekommen haben, hält nur jetzt rundenweise. Nicht für ewig. Naja, was soll's. Schenken. Ja, dann kann man wahrscheinlich die Fähigkeit tauschen. Aber das nehmen wir, weil wir jetzt Blitzschaden noch dazu bekommen. Ja, ja, das schaffe ich schon. Sorry. Ja, wir machen das wieder. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Oh, wieder zwei neue Symbole. Eine Frucht. Links oder rechts? Das ist hier die Frage. Wir nehmen die Frucht. Läuft bei uns. Zack.
So, Power-Up ist es. Frucht des Power-Up. Power-Apfel. In der Unterwelt haben die Kerne des Granatapfels eine gattähnliche Macht, die man ihnen nicht ansieht. Okay, Power-Up, das heißt, unsere Fähigkeiten, die wir schon haben, werden dann verstärkt. Gift verstärken. Donnernder Tusch. Ja, mehr Gift. Nehmen wir Dunkelheit oder Schlüssel? Wir nehmen Dunkelheit. Diese Fallen immer überall. Puh. 25 Tropfen haben wir bekommen. Sehr gut. Ist schon jede Menge. Holen wir uns noch mehr Tropfen. Dieses Ausweichen vergesse ich ständig. Ich weiche immer viel zu spät aus. Das könnte jetzt knapp werden. Schneller ausweichen. Ja, bitte. Paul says here one of the wretched thugs got you. Too bad. They're slow, but they hit pretty hard, I guess. Have you tried moving out of the way? Ja, du kriegst nicht meinen Schnaps. Einem Freund Schnaps geben. Ich gebe der Prinzessin der Nacht. Do not concern yourself about your father. I shall be watching him. Okay. Bye, Nix. Bitte schön. Nix, you've done so much for me. I thought you might like this. Ein bisschen flirten. You know your father does not like it when nectar is doled out on the premises, dear child. However, I am not he, and I wished, regardless, to provide you a token of my affection. Was krieg ich? Energie. Grateful, Nix. Schwarzer Umgang. Umgang, Umhang meine ich. Also kann man so sammeln dann wahrscheinlich. For all our sparring practice, there's no teacher like the real thing. Now then, I have something for you. Du hast was für mich? You're giving me your codex? I can't accept something like this. Please, I insist. I want your love of history to grow, not just your love of warfare. Besides, maybe you can finish out the rest of it. I'm grateful. Codex. Oh je, viel zum Lesen. Das tun wir uns heute nicht an. Why I can scarce believe my eyes. Is that you, boy? Cerberus, look who it is. He's back. Cerberus looks mournfully toward the prince. No need to drag the dog into this, father. Anything you say to me, you say in front of Cerberus. You might even learn a thing or two from him of listening and of obedience. Niemals. Können wir was renovieren? Wie viel habe ich denn? Ah, 10. Unterweltrenovierung. Kammern können eine infernale Truhe enthalten. Oh, Truhen. Schatztruhen, deren Inhalt wertvoller wird, je schneller du die Gegner tötest, die sie bewachen.
Okay. The ever-shifting chambers of the underworld ought to be a little livelier with this. Of all the things, you think that takes priority? Ja, man wird immer besser in dem Spiel. Sehr nice. Night and darkness. So, 25 haben wir. Wir warten und dann machen wir den Dash, erweitern wir ein bisschen. Got something new to try. Du fügst 10% Schaden zu, wenn du unverletzte Gegner triffst. Bonusschaden wird auch hinzugerechnet, wenn Gegner hinterrücks getroffen werden. Bestehe ich hier mit 25 Scharmützel, um den nächsthöheren Rang zu erhalten. Und dann kann man die ausrüsten. Ist ja nice. All set. Geil. Sehr cool. Okay. Wir haben nur noch 8 Minuten. Dann gucken wir, dass wir noch eine schnelle Runde machen. Gucken, wie weit wir kommen. Oh, it's her. Oh, was ist das? It must be a mess. Let's see here. Hi there. In the name of Hades, Olympus, I accept this message. Why, hello, little boy. Lala. I have Göttin der Liebe. Quite the specimen. And so, I've decided I shall aid you for the moment. You interested? Oh yeah. Gaben der Aphrodite, die Göttin der Liebe und Schönheit, kann ein Herz mit Leichtigkeit beflügeln, aber ebenso zerstören. Herzmerch-Tusch. Macht die Gegner schwächer. Okay, Verteidigung wird gesenkt. Da ich den Tusch ja oft benutze, mache ich den Tusch. Update abgeschlossen. Was für ein Update? Was denn für ein Update? Und dann, die decken sich auf, wenn man mit denen dann interagiert. So. Interessant. Denk an die Kombos, Alex. This can unlock a weapon back at home. Ja, ich weiß. Geld oder Bonus? Geld oder Bonus? Geld ist wichtig. Bonus brauchen wir jetzt erstmal keinen. Wir haben ja eh nicht so viele Fähigkeiten gesammelt. Thank the gods. Held. Und dann nehmen wir einen Tropfen. Die Kristalle, vor denen habe ich am meisten Schiss. Weil die Laser schießen. Poseidon oder Geld? Diesmal nehmen wir Poseidon.
Yes. How fares your feud against my crusty elder brother lately? Good? Big Hades, he is disagreeable with all of us, not just with you. So don't you take it personal and stick with me. Okay. Wir nehmen wieder, oh, das ist auch selten. Alle Kammerbelohnungen in Form von sind mehr wert. Ja, machen wir das. Hört sich gut an. So, die Kammer noch. Dann müssen wir wahrscheinlich auch schon Schluss machen für heute. Ah, komm. Panik! So, den letzten Tropfen nehmen wir. Und dann machen wir Schluss für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ihr schaut beim nächsten Mal wieder zu. Wenn das heißt, wenn wir harte spielen, ich denke mal, auf jeden Fall werde ich das weiterführen. Mach auf jeden Fall richtig Fun. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. In diesem Sinne, euer Ender Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.